Christine, wolltest du mitsingen, ja? Hallo, ich dachte schon wieder. Du bist das Los der Geschichte.
Liebe Solistinnen, liebe Solisten, lieber Belcanto Tenor Mario Andretti Andres, meine sehr verehrten Chormitglieder aus Zuexweiler, liebe Konzertbesucher, wir sind noch tief beeindruckt von den schönen geistigen Liedern, die gekonnt und liebevoll vorgetragen wurden. Im Namen aller Anwesenden darf ich ein Vergelt's Gott sagen, diese Darbietungen haben sicherlich auch unsere himmlische Mutter große Freude bereitet. Tragen Sie diese frohe Stimmung in Ihre Familien, besonders zu den Kranken, die nicht hierher kommen konnten. Ich darf an dieser Stelle sagen, in diesem Jahr wurde ja am 2. Mai Pater Pio in Rom vom Heiligen Vater selig gesprochen. Und ein Priester, unser Schirmherr Altabt Dr. Nickel, war bei dieser Seligsprechung dabei. Er darf vielleicht zum Abschluss, denke ich, uns den Segen erteilen, dann wird sich auch Pater Pio über uns alle freuen. Vielleicht lassen Sie mich an dieser Stelle noch sagen, ein herzliches Dank auch an die Kreissparkasse St. Wendel, die dieses Konzert wiederum in diesem Rahmen durch ihr Engagement ermöglicht hat. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen und kommen Sie gut nach Hause. Es ist mir eine große Ehre und Freude, dass ich nun den Segen geben darf nach dieser wunderbaren, schönen Musik, in der etwas von der himmlischen Liturgie und Musik lebendig geworden ist, ohne die unser Leben viel schwerer zu ertragen wäre. Auf die Fürsprache der allerseligsten Jungfrau Maria, unserer lieben Frau von Marfingen, alle Engel und Heiligen, segne euch mit der ganzen Segensfülle, Gott der Allmächtige, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen.